In this video, I brush two dogs that are on vacation. The dog on the left is wearing sunglasses. The dog on the right is wearing diving goggles. The image format is 40 to 35 centimeters. I brush the motif onto airbrush paper, which can be erased. To stabilize it, I glued the airbrush paper to a sturdy cardboard box. I first pasted over the motif with masking film. From above, I protected the box with paper. I pushed the paper a little under the masking film. First, I cut the masking film for the motif. Later, I brush sand in the foreground. First, I brush the two dogs without glasses. In the first step, I brush the dog on the right. I brush the dark parts of both ears from above. The color is built up in rather thin layers. Since the ear has two different colors, the areas for the second colors must be left out, so do not brush. I have now brushed a first layer of paint. I erase the overbrush where too much paint has been brushed. There's a sharp edge between the ear and the head. To reprint this, I erase the overbrush back.
The next step, I brush the left ear. Another color is also being brushed on this ear. So you have to leave this area free when brushing. The ears are brushed so far. Now I'm starting to brush the head from above. I brush the paint again in many thin layers. Except for the head above and the ears, everything is still masked. With an eraser pen, you can erase some structure in the fur by removing some paint and then brushing it over thinly. Since the motif is not a classic dog portrait, I will not work out the structure completely. I only hint at the fur structure a little. In the next step, the ears get the second color. You have to make sure that you brush with the right distance. The next step is to brush the nose and the nostrils. I brush it freehand, so without a template. Later I erase the shape as I need it. At this point I have set the video to fast forward until the next section. Now I've created some structures on the face. Then I brush across the face at a greater distance.
First, I brush the darker area. You have to pay attention to how much paint you are brushing. Where you brush too much paint, you have to raise it. At this point, I have set the video to high speed so that you can see everything but not get bored. Where there are transitions, so too much paint has been brushed, I erase this with the electric eraser. It's the same color, but it has to be a little lighter in this place. At this point, I have set the video to high speed so that you can see everything but not get bored. There is another transition that has to be lighter. Another transition must be made lighter. I have added more colored areas and I darken these even further. Then another shade is used. It is a beige tone. At the front, there is still a masked area on the dog. The dog has a white mark in its fur. I unmask this. I represent this drawing with a colored pencil, which is almost completely white.
I depicted the drawing with a fee linus. I brushed a touch of black over it. First, I brush the other dog. I will brush the diving goggles later when I brush the sunglasses on the dog on the left. First, I unmasked the two darkest parts to the left and the right of the muzzle, and I brushed these very darkly at first. So I work my way through the motif piece by piece. Other dark areas need to be brushed. Next, I brush the dog's snout. Here I start at the darkest point, at the nostrils. I've brushed the dog muzzle so far. This, of course, has dark and light spots. I create this with an eraser pen. The dog's snout is so far worked out. There are some dark spots around the muzzle. I present this as points. The first brown tones are now used around the muzzle. I unmasked the first few spots on the head. I brush this with a brown shade. There are some dark spots in the brown tone on the left ear. There is also a dark spot on the lower left. I brush them thinly with black. The inside of the left ear also gets a dark shade. I unmasked the top of the head. There are also some dark spots here. These are wrinkles. I brush this out thinly.
Then the first surface are colored in a light brown tone. I cover the areas that I have already brushed again, so that they don't get too dark. I brush other parts. I mask it around the nose again. This area should remain white. I removed the masking film from over the nose. Here I brush it in some shadows. After applying the shadow, I color the face. I also brushed a few shadows on the right ear and then colored it. The right front paw is next brushed. First, some shadows are brushed before everything is colored. Now paw is colored. I unmasked the front left. There is a very little color on the paw here, just a few shades of beige. This is just a touch of the paint that is being brushed. If you want to make color transitions softer, you can do that with an electric eraser. The dog on the left is finished. I will cover this now. On the dog on the right, I brush the goo glosses. So that I use as little masking film as possible, I cut a masking film on a DIN A4 sheet of paper. I put the sheet in the right position and cover it with masking film.
First, I removed the masking film for the frame of the glasses. The glasses remain masked. First, I brush shadows into the glasses frame. I then retouch this with the eraser pen. That means I bring it into the desired shape and color strength. I brushed the shadows. I am now working on this with an eraser pen and an electric eraser. Where you want a hard, clean edge, you can put a piece of the cardboard and rub it with electric eraser. After I have graded the shadows, I color the frame in blue. I unmasked the glasses, remove the masking film where the glasses should be brushed. Then I mask the entire area again. I then brushed the glasses in a very dark brown, almost black. I cut out the areas for the glasses and brushed them in a very dark shade. At this point, I would like to achieve that some light falls through the lens from behind. I achieve this by covering part of the glasses. I unmasked the glasses. On the right, you can see how the lens appears a little brighter. I cough the motif for the protection and brush the sunglasses on the dog on the left. I unmasked the place for the sunglasses. Then I cut a paper mask again and covered the position of the sunglasses with the masking foam. Die Gläser der Sonnenbrille habe ich jetzt ausgeschnitten, auch die Bügel sind bereits ausgeschnitten und hier eine Reflexion, die bleibt stehen und die Verbindungsteile werden auch erst später gebrascht und jetzt brauche ich erst einmal die Gläser in Schwarz. Die Brillenbügel habe ich inzwischen auch gebrusht in einem dunklen Ton. Jetzt müssen hier noch diese Verbindungsteile der Brille gebrusht werden. Das mache ich in einem Grauton. Dazu brauche ich jetzt die Gläser nicht unbedingt wieder zurückzumaskieren. Da die das bisschen Farbe flogen.
So, die Verbindungen sind jetzt hier alle gebrusht. Jetzt muss nur noch dieser Mittelsteg gebrusht werden. Da kommt etwas Blau rein, ein heller Blauton. Das ist quasi die Spiegelung vom Licht, kann man sagen. Die Sonnenbrille ist jetzt auch komplett fertiggestellt und jetzt demaskiere ich hier auch den linken Mund. Die guten und brauchbaren Folienstücke, die hebe ich wieder auf für weitere Arbeiten. Die Hunde sind jetzt soweit fertiggestellt und jetzt geht es darum, das Bild weiter zu gestalten. Hier im Vordergrund hatte ich ja das Ganze mit Maskierfolie abgedeckt. Die entferne ich jetzt vorsichtig. Und jetzt geht es darum, in den Vordergrund etwas Strand zu malen. Danach kommt dann Meer etwas und dann oben kommt der Himmel hin. Das, was ich hier vorne maskiert habe, habe ich also demaskiert und dieses Teil habe ich jetzt einfach hier oben drüber gesetzt und geschnitten dann. Und dann habe ich jetzt mit gebrauchtem Papier und gebrauchten Folienstücke das Ganze hier nach oben abgedichtet, damit mir keine Farbe oder Overbrush in mein Bild oben kommt. Jetzt kann ich also den Strand hier brushen. Jetzt brush ich also im Vordergrund hier den Strand. Der Auftrag darf ruhig ungleichmäßig erfolgen, da der Strand ja meistens nicht ganz glatt ist.
eine gewisse Menge an Farbe aufgebrusht hat, muss man einmal das Ganze hier aufdecken. Das Problem ist immer, wenn das alles abgedeckt ist, verliert man die wahre Sicht auf den Untergrund. Das heißt also, man kann die Differenz zwischen der aufgetragenen Farbe und dem Hintergrund gar nicht richtig erkennen. Dafür, wie gesagt, muss man das demaskieren. Und hier im Vordergrund habe ich noch einige Spuren im Sand eingebrascht. Das habe ich ganz einfach mit einer etwas dunkleren Farbe gemacht. Das sieht jetzt ganz gut aus. Das lasse ich erstmal so. Und jetzt werde ich hier weiter brushen mit dem Meer. Bevor ich jetzt das Meer brushen kann, muss ich natürlich das gesamte Motiv, alles was gebrusht ist, erst einmal wieder neu mit Airbrush Maskierfolie abdecken und das Ganze ausschneiden. Das gesamte Motiv ist also jetzt hier maskiert. Nach oben hin decke ich mir jetzt alles hier mit Papier ab. Und im nächsten Schritt möchte ich das Meer brushen. Und zwar soll der Horizont etwa hier liegen. Das Ganze soll weit entfernt aussehen. Das heißt also, hier vorne habe ich dann einen harten Verlauf zum Meer und nach hinten hin soll der Verlauf ganz weich werden. Damit ich einen weichen Verlauf bekomme, habe ich jetzt ein Lineal hier über den Horizont gelegt und das Ganze mit einem Abstand von Magneten. Und jetzt kann ich also das Meer brushen, in der Hoffnung, dass ich nach hinten einen weichen Übergang bekomme. Nachdem ich das Meer jetzt gebrusht habe, brusche ich jetzt von oben nach unten den Himmel in dünnen Schichten. Der Himmel ist sehr fertig gebrusht, mein Motiv ist hier noch weiter maskiert und wenn man das Bild etwas auflockern will, kann man zum Beispiel hier jetzt in den Hintergrund ein paar Wolken brushen. Jetzt brushe ich erst ein paar kleine Wolken, die sich quasi am Horizont befinden. Die brusht man etwas kleiner und die anderen Wolken
Haarschneidern etwas größer. Je weiter die Wolken hier hochkommen, werden die dann größer werden. So, die Wolken habe ich jetzt alle eingebrascht. Das habe ich also immer mit diesem Haushaltssuch gemacht, nach oben etwas scharfkantig und von unten her dann freihand. Und jetzt ist das Ganze soweit gediegen oder fortgeschritten, dass ich das Ganze demaskieren kann. Dabei muss man auch sehr vorsichtig vorangehen, damit keine Farbe an der Maskierfolie hängen bleibt. Die Wolken habe ich jetzt gebrusht und alles demaskiert und somit ist das Bild hiermit fertig. So sieht das geschnittene fertige Bild endgültig aus.